Sortus TV. Hast du dich schon mal gefragt, was du brauchst, um glücklich zu sein? Ich meine, viele von uns brauchen Geld, schönes Haus, ein Auto, die schöne große Liebe mit Kindern, die im Garten spielen und so weiter und so fort. Und manche von uns wollen Selbstmord machen, weil sie diese Sachen nicht haben. Aber ich sage, was brauchen wir denn, um glücklich zu sein? Wir brauchen eigentlich nur Essen, Trinken. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall Gesellschaft. Und wir brauchen irgendwo einen Platz, wo wir schlafen können im Wagen. Wo wir nicht erfrieren. Das sind Sachen, die wir wirklich brauchen. Und du willst dich umbringen, weil du denkst, dir fehlt Reichtum, dir fehlt das. Ich meine, ey, ich finde, du bist eine Medienhure, wenn du dich umbringen willst, nur weil du diese Sachen nicht hast, die dich angeblich glücklich machen, da du es aus dem Fernsehen her kennst, also von daher, wirklich. Ich meine, Leute, wenn wir einmal nachdenken, wir haben wirklich alles, um irgendwie glücklich zu sein, nur wir vergleichen uns andauernd mit irgendwelchen Leuten und meinen dann, mein Leben ist nichts wert. Ich meine, wir brauchen wirklich nur Essen und Trinken und irgendwo einen warmen Platz zum Schlafen. Und das hat doch so ziemlich jeder. Hoffe ich zumindest. Und von daher, da du das ja eh sehen kannst und deshalb denke ich mal, dass du Internet besitzt, geht es dir wohl nicht so schlecht. Also von daher, falls du dich umbringen willst, solltest du nochmal darüber nachdenken, da dein Leben ja eigentlich ganz toll ist. Denke ich zumindest. Und wenn du gemobbt wirst, scheiß drauf, wechsel einfach den Freundeskreis oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du alles verloren hast im Leben, wenn du meinst, ich bringe mich eh um, dann kannst du eigentlich das tun, was du schon immer mal machen wolltest. Sprich doch einfach da draußen mal irgendwie den an, der dich interessiert, ob Männlein oder Weiblein. Du hast ja eh nichts zu verlieren, wenn du meinst, dass du dich wegmachen musst, oder? Wir hängen uns irgendeinen komischen Schmuck um den Hals und nur weil dieser Rohstoff von mir aus Gold so selten ist, fühlen wir uns voll genial. Ich meine, hey, da draußen im Universum gibt es Planeten, die kilometerdicke Diamantkrusten beinhalten und was auch immer. Ich meine, wir sind sowas von besessen auf irgendwelche Sachen, die eigentlich gar keinen richtigen Wert haben. Aber wir fühlen uns gut dabei, wenn wir das tragen, wenn wir andere dadurch diskriminieren, allein mit unserer reinen Anwesenheit. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, das ist einfach unmenschlich, dass wir so, weiß ich nicht, widerwärtig sind. Kann man das so sehen? Ich finde das schon widerwärtig, wenn sich Frauen irgendwelche, naja, Schminke ins Gesicht schmieren. Jeder weiß doch, woraus diese Schminke gemacht ist. Aus irgendwelchen Tierembryos und was weiß ich nicht alles. Knochenmehl und so weiter und so fort. Ich meine, die schmieren sich so eine Pampe ins Gesicht. Und ich habe mal geguckt, wie teuer so ein, ja, so ein Scheiß ist. Da kann man schon wirklich 20, 30 Euro für bezahlen, für so ein bisschen Puder, was man sich ins Gesicht macht. Und wirklich besser seht ihr dadurch auch nicht aus, ganz ehrlich. Ich meine, hey, wir Männer sind von Natur aus schön, wir brauchen keine Schminke. Obwohl, wenn ich da an David Beckham denke... Geld macht dich glücklich. Von daher ist es mir scheißegal, was du von diesem Video hältst. Du kannst es verachten, du kannst denken, was sagt mir das? Ich will euch einfach nur damit sagen, dass wir auch ohne diese ganzen materiellen Besitztümer, diese richtig heftigen Luxusgüter, dass wir auch ohne dieses Mistzeug in meinen Augen trotzdem noch was wert sind. Ob ihr es glaubt oder nicht. Kennt ihr eigentlich den Unterschied? Ich meine den Unterschied zwischen China, Zwangsarbeit, ich sag mal Sklaverei, genauso wie es auch in Afrika ist und uns, denen es ja so gut geht. Uns sagt man nicht, dass es Sklaverei ist. Vielleicht ist einigen von euch aufgefallen, naja, dass es ein bisschen weniger geworden ist an Videos. Das liegt daran, dass ich ein bisschen am Umstrukturieren bin und nur noch die besten Videos hier hochlade und auch in Zukunft nur beste Qualität liefere. Die ganzen anderen Videos und alte Videos und so weiter und so fort findet ihr in der Sortus Videobibliothek. Einen Link dazu in der Videobeschreibung. Denn ich habe jemanden gefunden, der alles runtergeladen hat, für euch alles verwaltet und euch auch die Videolinks geben kann. Alles klar, Leute, macht's gut, euer Sortus.